kannst halt vor allen Dingen die Aufgabe, empathisch zu führen. Führungspositionen zu Führungspersönlichkeiten zu machen. Das Entscheidende zum Thema Führung ist nach wie vor das Faszinieren der Mitarbeiter, das Überraschen der Kunden. Was ich im Leben gelernt habe, ist, dass ohne Vitamin B tatsächlich gar nichts läuft. Heute gebe ich sozusagen anderen Menschen die Möglichkeit, ihre Stärken zu entdecken.